Hallo und herzlich willkommen zum Webinar Tipps und Tricks zur freien Statistik. Mein Name ist Ralf Janssen und ich präsentiere Ihnen heute das Webinar. Wir gehen gleich live ins Albis und wir fangen mal an mit der freien Statistikerstellung. Über Statistik, freie Statistik, kann ich eine neue Statistik erstellen und kann hier gewisse Parameter eingeben, nach denen ich suchen möchte. Ich habe heute mir als Ziel gesetzt, hier für Sie eine Abfrage zu machen, die relativ praxisnah ist. Und zwar gibt es in dem Bereich der allgemeinmedizinischen Dokumentation die geriatrische Untersuchung und die wird aufgrund von gewissen Diagnosen auch dann durchgeführt oder hat gewisse Diagnosen und kann dann eine entsprechende Ziffer abrechnen. Und diese Ziffer wird des Öfteren auch gerne mal vergessen. Und ich möchte jetzt mal eine Statistik erstellen, mit der man das dann entsprechend prüfen kann. Wichtig ist, Sie müssen immer erst in der freien Statistik auf den Punkt neu gehen, wenn Sie eine neue Statistik anlegen wollen oder wenn Sie eine bereits erstellte Statistik anpassen wollen, auf ändern, weil vorher können Sie hier nichts anpassen. Ich gehe jetzt hier mal auf neu, gebe der ganzen Geschichte hier oben einen Namen. Der ist auch nur für mich, genauso wie die Beschreibung. Die ist auch nur für mich. Dann habe ich hier den Punkt Datum. Hier kann ich eingeben, für welchen Zeitraum ich das suchen möchte. Für mich ist eigentlich immer wichtig das Quartal, das aktuelle Quartal, weil die vergangenen Quartale interessieren mich jetzt erstmal weniger. Ich möchte nur dieses Quartal prüfen, weil das für meine Abrechnung relevant ist. Dann gibt es hier noch diverse andere Reiter, die sind für meine Suche völlig irrelevant. Muss man hier auch entsprechend nicht ausfüllen. Weniger ist hier entsprechend mehr. Ich gehe jetzt hier in das Register Karteikarte und hier oben habe ich die Möglichkeit, die Ärzte auszuwählen, für die ich das Ganze suchen möchte. Neu ist im nächsten Quartalsupdate, das erwähne ich hier auch ganz gerne, einmal, dass Sie über die gedrückte Steuerungstaste hier auch ein Multiselect für verschiedene Ärzte haben können. Das haben wir jetzt mit dem nächsten Quartalsupdate umgesetzt. Da steht Ihnen dann in der nächsten Woche zur Verfügung. Für mich in meiner Statistik möchte ich über alle Ärzte gehen, weil die entsprechend zusammen abrechnen. Hier unten im Bereich habe ich dann die Möglichkeit, die Sachen zu suchen. Das ist einmal das Kürzel. Für mich ist es wichtig, ich suche jetzt hier nach Diagnosen. Deshalb ist hier bei mir das Kürzel in der Karteikarte DIA, weil er soll nach der entsprechenden Diagnose suchen. Dann in dem Feld Eintragung gebe ich dann die entsprechende Diagnose ein, die ich suchen möchte. Als Hinweis hier mal, als Tipp, Sie dürfen hier keine Platzhalter eingeben, Stern oder ähnliches. Das Feld sucht explizit nur nach diesen drei Zeichen in allen Zeilen, die mit DIA anfangen und wirft dann entsprechend den Treffer raus. Also hier keine Platzhalter, mit keinem Platzhalter anarbeiten, das ist für die Diagnoseneinträge nicht notwendig. Also ich suche alle Patienten, die in der Karteikarte das Kürzel DIA haben, mit dem Eintrag F00 oder DIA mit dem Eintrag F01 oder DIA mit dem Eintrag F02. Die ganzen Unterdiagnosen, also F00.0 und ähnliches, werden hier auch entsprechend so gefunden. Ich habe gesagt, ich möchte alle die haben, die eine entsprechende Diagnose haben und bei denen ich die Ziffer vergessen habe. Und daher kann ich jetzt hier sagen und nicht die Leistung LK für Leistung Kasse. Jetzt kann ich hier natürlich eingeben O, Ü, N. Das macht hier wenig Sinn. Hier kann ich sagen LK Stern. Hier muss man dann mit einem Platzhalter arbeiten. Das heißt, er sucht alle Karteikartenkürzel, die mit LK beginnen und dahinter kann Ü, O oder ähnliches stehen. Und dann suchen wir die entsprechende Ziffer, die 0336. Hier gibt es einmal die 03360 oder 03362, die ich hier suchen möchte. Und nur ausschließlich bei einer Leistungsziffer kann ich hier mit einem Stern arbeiten. Bei allen anderen Karteikartenkürzeln darf ich nicht mit einem Stern arbeiten. Bei der Leistungsziffer gebe ich die dann hier entsprechend fünfstellig ein. Und wenn ich nicht fünf Stellen habe, sondern nur vier, weil die letzten variabel sind, dann setze ich die letzten dann entsprechend mit dem Stern ab.
Das war es soweit, dass ich, das sind meine Einträge, die ich hier entsprechend machen möchte. Um jetzt die ganze Statistik abzuspeichern, gehe ich wieder auf das Registermenü und sage übernehmen. Jetzt sind die Daten soweit hinterlegt und jetzt kann ich über OK die Statistik starten. Und man sieht bei mir, ich habe hier auch meine entsprechenden Treffer. Ich sehe, von welchem Zeitraum meine Auswertung ist, für welche Ärzte und habe hier meine entsprechenden Patienten. Ich kann jetzt hier über einen Doppelklick in den Patienten direkt reingehen und sehe auch hier, ja, die Diagnose ist da und kann jetzt hier meine entsprechende Ziffer hinterlegen, sofern das hier entsprechend notwendig ist. Und wenn ich dann den Patienten wieder schließe, bin ich in meiner Liste drin. Der zuletzt angewählte Patient ist blau markiert und ich kann dann hier entsprechend mit dem nächsten weitermachen. Und so kann ich dann die Statistik entsprechend abarbeiten. Ich schließe jetzt erstmal die Statistik, weil das war das Erste, was ich Ihnen zeigen wollte. Diese Statistik über die entsprechenden vergessenen Ziffern möchte ich häufiger durchführen, weil das ist, möchte man ja nicht am letzten Tag des Quartals machen und das bei ganz vielen Patienten nachtragen. Hier macht es ja deutlich mehr Sinn, das im laufenden Quartal häufiger mal zu kontrollieren. Und deshalb kann man sich ein Symbol einblenden, um die Statistik mit einem Klick zu starten. Und zwar muss ich als Voraussetzung einmal eine Symbolleiste einblenden. Das geht über Ansicht, Funktionsleiste. Hier gibt es den Punkt freie Statistik. Den kann ich hier anhaken und dann geht entsprechend eine Toolbar reserviert. Hier bei mir ist auch schon eine Statistik hinterlegt. Die ist hier neu reingekommen. Da ich jetzt mir meine Geriatrieziffer hier häufiger anschauen möchte, die Statistik, gehe ich auf Statistik, freie Statistik, wähle hier in der Auswahl meine Geriatrie-Statistik, die ich vorhin erstellt habe und gehe auf Ändern, weil ich jetzt eine Funktion anpassen will. Und hier in der Mitte habe ich die Möglichkeit, die Anzeige in der Funktionsleiste für diese Statistik, für diese entsprechend hier anzuwählen. Ich setze jetzt hier den Haken. Als Vorgabe, als Default-Text nimmt er den Text, den ich hier oben drin habe. Den kann ich hier aber auch entsprechend anpassen, wenn ich möchte. Da ist die Buchstabenkombination frei überlassen. Jetzt sage ich hier übernehmen und dann wird die gleich oben eingeblendet. Hier, gerade bei dieser Statistik Geriatrie, ist es natürlich sehr sinnvoll, ich gehe hier nochmal auf Ändern, das über das Quartal zu machen, immer über das Aktuelle. Wenn Sie den Zeitraum fest eingeben, also vom 1.10. bis zum 31.12. diesen Jahres, zeigt die Statistik das Identische an. Sie müssten aber im nächsten Jahr dann hier das Datumsformat bzw. den Zeitraum neu anpassen. Während, wenn Sie den Punkt Quartal nehmen, immer das aktuelle Quartal berücksichtigen. Daher habe ich das hier auf Quartal gestellt. Ich gehe jetzt hier mit OK raus. Ups, da habe ich die Statistik schon durchgeführt, das wollte ich jetzt gar nicht. Und jetzt habe ich hier das entsprechende Symbol für die freie Statistik. Nach dem Neustart steht es dann eigentlich normalerweise dann entsprechend an der richtigen Position zur Verfügung. Und man sieht jetzt hier, ich muss jetzt das erste Symbol wählen, das ist jetzt bei mir gerade nach dem Neustart erst, den mache ich jetzt gerade nicht, steht mir dann hier entsprechend die Statistik zur Verfügung. Dem Patienten, den ich vorhin angewählt habe und die Ziffer eingetragen habe, der ist natürlich hier dann der Patient nicht mehr da. Und so kann ich mit einem Klick die Statistik durchlaufen lassen und weiter abarbeiten. Oft ist es so, dass ich eine Statistik habe, die jetzt nicht nur einen Patienten oder hier bei mir drei, die habe ich ja relativ schnell abgearbeitet, aber wenn da jetzt 30, 40 Patienten drin sind, das ist dann natürlich immer relativ schwierig, die on-block abzuarbeiten. Oft kommt ja was dazwischen. Also solange Sie mit dem Albis arbeiten, können Sie die Statistik im Hintergrund offen haben und andere Patienten dabei öffnen, die jetzt nichts mit der Statistik zu tun haben, um hier weiterzuarbeiten, Rezepte zu erstellen, Termine vergeben oder ähnliches. Wenn Sie Albis schließen, ist dann die entsprechende Statistik auch im Hintergrund entsprechend automatisch mit geschlossen. Wenn Sie die dann wieder aufrufen möchten, geht das im Albis relativ einfach. Und zwar können Sie die zuletzt erstellte freie Statistik immer wieder öffnen, über den Punkt Patient, Datei anzeigen. Hier zeigt Ihnen jetzt die zuletzt erstellten Statistiken an. Hier können also durchaus auch noch mehrere drin sein. Und die Statistik, die wir jetzt erstellt haben, war ja die freie Statistik, die heißt auch freistat.txt und die kann ich mit einem Doppelklick anwählen. Habe dann
das Ergebnis wieder vor mir liegen und kann jetzt hier auch die Statistik weiter abarbeiten. Das ist also eine schöne, einfache Funktion, die mir hier zur Verfügung steht. Über Patient, Datei anzeigen, kann ich dann auf die entsprechenden alten Statistiken zugreifen. Als wichtiger Hinweis oder als weiterer Tipp hier, wenn ich jetzt eine längere Statistik habe und vielleicht auch noch eine neue freie Statistik erstellen muss, sollte ich Folgendes beachten. Und zwar jedes Mal, wenn ich an diesem Platz eine neue freie Statistik erstelle, wird eine neue Datei erzeugt, freistat.txt, die hier entsprechend dann abgelegt ist. Da wollte ich hin. Also es gibt immer nur eine freistat.txt. Und wenn Sie eine Statistik längerfristig behalten möchten, eine Auswertung, können Sie die entsprechend aufrufen und unter einem anderen Namen speichern. Das geht so, wenn Sie die Statistik offen haben, wie ich jetzt hier, können Sie über den Punkt Patient speichern unter, die Datei entsprechend abspeichern, die ist dann im gleichen Verzeichnis und ich nenne sie jetzt hier unterstrich Geri, damit ich sie dann auch entsprechend wiederfinde. Jetzt auf Speichern. Ich schließe diese Liste und wenn ich jetzt wieder über Patient Datei anzeigen gehe, ist hier meine freistat.geri.txt da. Die kann ich jetzt öffnen und habe dann so wieder Zugriff auf den letzten Stand der entsprechenden Statistik und kann dann weiterarbeiten oder auch hier über andere Dinge, also eine weitere Statistik über diese Statistik laufen lassen. Weil, das ist dann noch ein weiterer Punkt, den ich als Tipp mitgebe, ab und zu ist es sinnvoll oder notwendig, über einen gewissen Patientenpool noch eine weitere Statistik laufen zu lassen. Und wenn Sie dann die Statistik geöffnet haben, kann auch ein Tagesprotokoll sein, können Sie über Statistik, freie Statistik, hier die selektierte Liste anwählen. Dann wird nur über die Patienten gesucht, die jetzt hier in der letzten freien Statistik beziehungsweise in der selektierten Liste, die hier angezeigt wird, vorhanden sind. Ich kann jetzt also eine neue freie Statistik erstellen, ohne dass mir das alte Ergebnis über den Haufen geworfen wird. Eine weitere Funktion, die ich eigentlich sehr spannend finde, ist, dass ich eine Statistik erstellen kann und wir für viele Statistiken auch entsprechende CSV-Dateien erstellen mit dem Ergebnis, sodass ich dann diese zum Beispiel mit Excel weiter bearbeiten kann. Ich habe mal hier als Beispiel eine Statistik vorbereitet und zwar statistikfreie Statistik heißt die bei mir Alter. Ich möchte wissen in meinem aktuellen Quartal oder in dem Quartal, was ich hier entsprechend auswähle, wie die Altersverteilung war. Ich habe dazu in der Ausgabe, machen Sie sich gerne mal hier auf, ändern, dann kann man das ein bisschen deutlicher sehen. Ich habe hier in der Ausgabe bei der Ausgabe rechts das Alter des Patienten mit ausgegeben. Name und Vorname, Patientennummer sind standardmäßig mit drin und möchte das als Basis für eine Auswertung nehmen. Ich fahre jetzt diese Statistik über das aktuelle Quartal und erhalte dann hier meine Patienten mit dem entsprechenden Alter. Jetzt kann ich mir natürlich das manuell so zusammenzählen. Das ist natürlich sehr mühselig. Ich meine, bei meinen Handvoll Patienten, in diesem Falle 11, weil hier die Gesamtzahl der Treffer immer unten angezeigt wird, ist das relativ überschaubar. Bei Ihnen werden mit Sicherheit Tausende von Patienten aufgelistet werden und da ist es natürlich nicht so einfach, hier die Altersstruktur sauber grafisch darzustellen. Und das mache ich jetzt, diese grafische Darstellung mit Excel. Und zwar haben wir bei der freien Statistik Erstellung, ich gehe wieder auf Datei anzeigen, immer eine Freistat-CSV-Datei. Und wenn ich diese öffne, dann sieht man, geht Excel auf und die Daten werden mir hier strukturiert im Excel angezeigt und ich kann jetzt hier mit Excel weiterarbeiten. Ich kann jetzt zum Beispiel, ich mache mal diese Zeile entferne ich, kann dann hier entsprechend was anwählen und eine Filterung drüber laufen lassen und kann jetzt hier Sortierung durchführen, wie man das eben in Excel kennt. Und die Daten eben abspeichern und anderweitig verwerten. Das ist eine Möglichkeit, um hier mit Daten in Excel weiterzuarbeiten.
Eine andere Möglichkeit ist, wenn ich so eine Statistik häufiger erstelle und die dann auch häufiger nutze und auch eine grafische Auswertung habe, dass ich mir eine Vorlage generiere, die immer auf eine freie Statistik, die ich neu erstellt habe, zugreift. Das habe ich jetzt für Sie mal hier schon vorbereitet. Und zwar habe ich mir eine Vorlage erstellt. Ich gehe hier wieder über Datei anzeigen. Die habe ich in dem Ordner, habe ich einen weiteren Unterordner eingelegt. Den habe ich jetzt mal hier Schulung genannt. In dem habe ich jetzt hier einen Altersordner angelegt. Und hier sind zwei Dateien drin. Einmal die Freistaat CSV, die ich immer von Albis heraus bekomme. Und ich habe mir hier eine angelegt, eine Schulung, also eine ganz normale Excel-Datei. Wenn ich jetzt die Freistaat CSV mal öffne, sieht man hier, ist das Ergebnis drin, so wie es vorhin bei mir auch war. Und wenn ich jetzt aus dem Albis heraus die andere Datei nochmal wieder öffne, Datei anzeigen, Schulung, Alter, und nehme jetzt hier die Schulungs-TXT. Jetzt liest diese Schulungs-TXT die Informationen aus der anderen Tabelle aus und zeigt mir jetzt die Altersverteilung meiner Praxis im Zeitraum vom 1.10. bis zum 31.12. Und da kann ich jetzt sehen, wie meine Verteilung in meiner Praxis für diesen Zeitraum war. Das sind dann normale Excel-Funktionen, dass ich von einer Excel-Tabelle auf eine andere Excel-Tabelle zugreifen kann. Das kann man hier natürlich sehr gut tun. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt eine neue Auswertung haben, dann kann ich hier natürlich mein Excel auch schließen und mache jetzt eine neue freie Statistik. Nehmen jetzt hier wieder mein Alter. Ich habe jetzt nicht den Zeitraum dieses Quartal, sondern ich möchte jetzt zum Beispiel das zweite Quartal auswählen. Sage dann hier übernehmen und okay. Jetzt wird die Statistik erstellt. Hier hatte ich auch nur zwei Patienten, die da drin sind. Und um das jetzt in meine Excel-Tabelle zu überführen, gehe ich jetzt einfach wieder auf Patient, Datei anzeigen. Hier ist die freie Statistik, die ich jetzt gerade erstellt habe. Ich klicke sie an, gehe auf Kopieren, wähle jetzt meinen Schulungsordner, Alter, und füge sie hier ein und überschreibe die vorhandene Datei und öffne jetzt erstmal die normale Freistaat CSV und kann dann wieder in meine Schulungs-CSV gehen und dann habe ich dann das aktuelle Ergebnis dieser Altersverteilung aus dem Quartal 1.4. bis 30.9. Also das habe ich mir so mal als Vorbereitung gebastelt. Für den, der mit Excel viel zu tun hat, für den ist das kein Hexenwerk. So kann man hier sich seine eigenen Auswertungen machen. Zum Beispiel für die freie Statistik, geht auch mit Ziffernstatistiken oder ähnlichem. Und hier kann ich dann entsprechend mit Excel weiterarbeiten. Das soweit zum Thema Statistiken mit Excel weiter bearbeiten. Weitere Statistiken, die man oder wo wir vom Support auch gerne nachgefragt werden, sind, ich suche meine Patienten, die längerer Zeit nicht mehr in meiner Praxis waren, weil ich dann meinen Aktenschrank, weil ich noch nicht komplett auf digital umgestellt habe, ein bisschen entrümpeln will. Und dann kommt immer wieder die Frage, wer war denn die letzten 5 Jahre oder 10 Jahre nicht in meiner Praxis? Auch hier kann die freie Statistik Ihnen helfen. Und zwar gehe ich auf Statistik, freie Statistik. Und ich habe jetzt hier mal in Vorbereitung eine Statistik erstellt, die heißt bei mir alte Patienten und zeigt alle Patienten, die seit dem 1.10.2009 nicht mehr da waren. Das ist jetzt so für mich dann die Information, damit ich dann auch weiß, was hier so passiert. Ich gehe jetzt mal auf Ändern und zeige Ihnen, was habe ich hier für diese Statistik gemacht. Das war eigentlich sehr, sehr einfach. Und zwar bin ich in das Register Patient gegangen. Und hier im Register Patient gibt es oben rechts den letzten Behandlungstag. Da habe ich jetzt das Datum 1.10.2009 eingegeben. Und jetzt sucht mir die freie Statistik alle Patienten raus, die entweder gar kein letztes Behandlungsdatum haben oder das letzte Behandlungsdatum liegt vor dem 1.10.2009. Ich gehe jetzt hier mal auf Menü, sage Übernehmen und OK. Statistik läuft jetzt durch und zeigt mir hier ein paar Patienten an, die ich seit dieser Zeit nicht bearbeitet habe. Ich zeige Ihnen mal, aus welchem Feld Albis das generiert. Ich rufe jetzt mal hier die Frau Merkel auf, gehe in die Personalien. In den Personalien gibt es hier unten den Punkt weitere Informationen
Und hier oben gibt es das Datum letzte Behandlung. Das Datum wird von Albis automatisch gesetzt. Sobald Sie eine Leistung oder eine Diagnose erfassen, wird dieses letzte Behandlungsdatum automatisch in das System reingeschrieben und die freie Statistik greift dann hier entsprechend auf dieses Datum zu und zeigt Ihnen dann hier das entsprechende Ergebnis an. Und da der Patient 13.09. da war, passt das in meinem entsprechenden Selektionszeitraum vor dem 1.10.2009. Und jetzt kann ich mir die Akte raussuchen und dann entsprechend in die hintere Schublade packen oder wo man das dann entsprechend datenschutztechnisch lagert. Ich gehe nochmal auf die Statistik in diese Einstellung. Ich möchte dann noch einen weiteren Hinweis geben. Ich gehe nochmal wieder auf Ändern und gehe in das Register Patient. Also ich habe jetzt hier explizit vorne kein Datum eingegeben. Wenn ich jetzt hier sage, ich möchte alle aus dem Behandlungszeitraum vom 01.01.2009 haben bis zum 01.10.2009. Dann listet er mir die auf, die nur in diesem Zeitraum da waren oder das letzte Mal da waren. So muss ich das sagen. Wenn ein Patient in diesem Zeitraum da war, zum Beispiel am 3.03.2009 in der Einstellung, wenn ich jetzt dieses Datum hier nach diesem Zeitraum suche und der Patient das letzte Mal bei Ihnen am 3.03.2009 da war, würde der Patient gefunden werden. Ist der Patient nach dem 1.10.2009 nochmal bei Ihnen in der Praxis gewesen, hat eine Leistung oder Diagnose bekommen, dann wird das letzte Behandlungsdatum entsprechend aktualisiert und der Patient wird nicht gefunden, weil es hier nur um das letzte Behandlungsdatum geht und nicht um ein Behandlungsdatum aus einem gewissen Zeitraum. Das sollte man hier beachten. Das soweit zu dem Thema Patienten finden, die längere Zeit nicht da waren. Ansonsten sind die anderen Register alle soweit schon durch eine andere freie Statistikschulung mal gezeigt worden. Das Webinar aus 2016 finden Sie auf unserer Homepage und auch im Albis. Das waren soweit die Themen, die ich Ihnen vorstellen wollte heute zur freien Statistik als Tipps und Tricks. Gehe jetzt einmal in die Fragen. Hinweis zum Microsoft. Microsoft stellt ja den entsprechenden Support zu Windows 7, Windows 2000 Server, Windows Server 2008 und Server 2008 R2 ein. Zum Anfang des nächsten Jahres auch hier stellen wir den Support ein. Das heißt, dass wir mit diesen Betriebssystemen keine Tests mehr ab Januar durchführen werden. Und daher bitten wir Sie auch zeitnah dann entsprechend Ihr Betriebssystem, sofern Sie noch eins von diesen besitzen, umzustellen und sich damit Ihrem Vertriebs- und Servicepartner in Verbindung zu setzen. Dann haben wir einen Feedbackbogen. Bitten, dass Sie ihn einmal kurz ausfüllen. Das nächste Webinar, was wir anbieten, ist am 13.11. Hier geht es um Online-Service für die Arztpraxis. Heißt in diesem Falle die Online-Terminbuchung über das System ClickDoc, was wir seit Mitte des Jahres implementiert haben. Hier stellen wir Ihnen diese Funktionen und Vorteile des Systems vor. Da sind Sie recht herzlich zu eingeladen. Ich möchte noch einmal kurz auf unsere weiteren Services kommen, weil auch hier dann entsprechend auch noch eine Frage offen ist. Wenn man mal ein Webinar verpasst hat, findet man das auf unserer Homepage unter www.cgm.com/albis-webinare. Da sind dann alle Videos drin, genauso in unserer Community und im Bereich Blogs oder auf youtube.de unter CGM Albis können Sie uns dann finden und hier sind die Videos ab 2017 entsprechend aufgelistet. Sie finden uns auch auf Facebook und auf Instagram. Hier sind wir auch vertreten und wenn Sie uns zum Beispiel bei Facebook folgen, dann kriegen Sie auch eine Information, wenn ein neues Video bereitsteht. Was jetzt ganz neu ist, was ich hier auch mit Freude noch gerne einmal vorstellen möchte, ist, dass wir die Webinare auch aus dem CGM Albis heraus mit dem nächsten Quartalsupdate für Sie sortiert und aufrufbar gemacht haben. Und zwar, ich zeichne das am besten einmal live, das ist mal viel einfacher. Und zwar haben wir hier über die Funktion Infoseiten, also Fragezeichen, Infoseiten, kommen Sie immer auf unsere Infoseiten. Hier sind zum Beispiel im Bereich Update-Info die ganzen Updates, Update-Informationen zu dem entsprechenden Quartalsupdate.
Hier zum Beispiel auch das Neuerungen-Video zum Quartalsupdate, wo auch zum Beispiel die TSS-Änderungen drin sind, die wir mit diesem Quartalsupdate ausgeliefert haben. Die ganze Webinar-Sammlung finden Sie zum Beispiel hier im Bereich Online-Schulung unten links. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, sich für neue Webinare zu registrieren, können mit einem Klick dann auf unsere Homepage gehen. Aus dem Albis heraus macht die Sache für Sie einfacher. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel Informationen für Leute, die oder Mitarbeiter, die neu angefangen sind, zum Beispiel hier Albis Grundkenntnisse, kann hier draufklicken. Dann gehen hier entsprechende weitere Funktionen auf. Albis für Anfänger Teil 1. Hier sind dann nochmal kurze Informationen drin, was in dem Video zu erwarten ist. Und mit dem Punkt zum Video startet dann das Video. Sie bekommen erstmal noch einen Hinweis, dass Sie jetzt hier weitergeleitet werden zu YouTube. Das ist hier ein Sicherheitshinweis. Und wenn Sie auf Ja, ich möchte das externe Video ansehen klicken, startet das Video. Und hier haben wir dann verschiedene Bereiche. Hier ist zum Beispiel auch Albis für Fortgeschrittene, Befunderfassung, wo sich dann Verwendung von Textbausteinen, Einsatz von Befundmasken oder Ähnliches verbirgt. Hier können Sie dann mal so durchstöbern und in einer ruhigen Minute sich Videos anschauen, die hier thematisch sortiert sind. Hier gibt es auch den Punkt Statistiken. Hier ist zum Beispiel auch freie Statistik, die wir in 2016 mal gehalten haben. Hier sind nochmal so ein paar Basics zur freien Statistik erklärt. Auch ein paar Dinge, die ich jetzt hier erwähnt habe, sind auch in dem Webinar erhalten. Hier können Sie dann nach dem Einspielen des nächsten Quartalsupdates auf diese Daten zugreifen. Dann haben wir unsere Albis Community, eine kostenlose Plattform, wo Sie sich mit Kollegen und MFA-Kollegen auch und Arztkollegen austauschen können. Sie können hier entsprechende Fragen stellen und lesen. Wenn Sie Fragen stellen wollen, müssen Sie sich einmal kostenlos registrieren. Dann bieten wir viermal im Jahr einen Newsletter an, wo wir dann entsprechend wichtige Informationen an Sie weitergeben zu KBV-Änderungen und Ähnliches. Das können Sie unter www.cgm.com/albis-newsletter. Da können Sie sich kostenlos für registrieren. Das war's soweit. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Auf Wiederhören.